di Frankfurt Book Fair. Ini buku saya, judulnya Kisah Dua Boneka. Gadis ini punya dua boneka. Yang satu selalu ikut dengannya kemanapun dia pergi, dan karenanya menjadi kotor. Yang satunya memilih untuk terus tinggal di rumah supaya tetap awet. Buku saya yang satu lagi adalah The Smileless Princess, Putri Tanpa Senyum. Kenapa sang putri tidak tersenyum? Dan bagaimana kelanjutannya? Kemarin ada loh waktu saya storytelling di Frankfurt Book Fair. Die Prinzessin lachte auch über die unlustigsten Witze, wie zum Beispiel, warum sind die Hühner über die Straße gegangen? Weil sie vorher schon über die Straße gegangen sind, deswegen müssen sie wieder rübergehen, um nach Hause zu gehen. Das war überhaupt nicht lustig, aber die Prinzessin musste trotzdem lachen. Nah, sang putri sekarang akan berulang tahun, berusia 1 tahun. Akan ada perayaan yang begitu besar di istana. Jetzt sollte die Prinzessin ihren ersten Geburtstag feiern und es sollte ein großes Fest im Schloss geben. Semuanya diundang. Petani diundang, nelayan diundang, dan seluruh rakyat diundang. Juga peri-peri yang tinggal di hutan di dekat sana juga diundang. Alle wurden zu dem Fest eingeladen. Die Fischer, die Bauern, das ganze Volk, sogar die Feen aus dem nahegelegenen Wald. Jadi semuanya di kerajaan itu menjadi semakin ceria lagi. Kalau mau tahu ceritanya, read good books, read Canisius books.